Tag, hier ist Johannes Greitler. Ich habe ein neues Stück komponiert und das will ich jetzt gern bei der GEMA geltend machen. Na, da müssen Sie ein Anmeldeformular ausfüllen. Können Sie mir das zuschicken? Das kann ich gerne machen. Wollen Sie vielleicht gleich mehrere? Ja, 70.200 bitte. Was? Wie viel? 70.200. Ich verstehe Sie doch richtig. Es geht um das Anmeldeformular. Ja, und ich zitiere in meinem Musikstück 70.200 andere Stücke und die muss ich doch alle dafür angeben. Genau, und zwar exakt 70.200. Wollen Sie mich verschaukeln? Nein, das ist ganz ernst. Ich habe 70.200 Samples. Also hier melden Leute Werke an mit 1, 2, vielleicht noch 10 fremden Werkteilen. Aber ein Werk mit mehreren Tausenden haben wir hier noch nicht. Aber wir leben doch heute im Computerzeitalter. Auf meine Festplatte jedenfalls passen tausende Musikstücke. Und die kann ich doch alle in einem Musikstück wieder verwenden, oder nicht? Wie viele Stunden geht denn Ihr Stück, wenn ich fragen darf? 33 Sekunden. Im Zeitalter von MP3 kann man doch massenhaft Musik speichern und komprimieren. Und meine Kunst reflektiert eben genau das. Das verstehe ich nicht, aber wie stellen Sie sich denn vor? Sollen wir hier bei der GEMA eine Million Formulare bearbeiten, wenn der hier erkennt? Es sind nur 70.200. Also ich bin zahlendes Mitglied der GEMA. Und es ist sowohl Aufgabe der GEMA, die Werke ihrer Mitglieder zu verwalten und dabei das gesetzliche Urheberrecht zu berücksichtigen. Tut mir leid. Also die GEMA scheint ästhetisch und technologisch noch im 20. Jahrhundert zu sein. Jeder Mensch hat heute Soundfiles auf seinem Computer. Und da liegt es doch nahe, diese vielen Klänge auch musikalisch zu verwenden. Und ich thematisiere nun große Qualitäten und ich werde das Stück bei der GEMA auch anmelden. Urheberrechte entstehen schon bei einer einfachen schöpferischen Leistung, ab einer sogenannten Schöpfungshöhe von Eigentümlichkeit bzw. Individualität. Die Anforderungen sind generell gering, schon simpelste Schlagermusik hat Schöpfungshöhe. Ebenso Einspielungen und Naturaufnahmen, für die Leistungsschutz- und Tonträgerherstellerrecht bestehen. In neuerer Zeit sind vor allem digitale Samples relevant, bei denen der Diebstahl besonders offenkundig ist. Gleichgültig ist, ob das neue Musikstück, worin etwa ein Schlagersample eingebunden ist, selbst Unterhaltungsmusik ist oder klassische, sogenannte ernste Musik. Öffentliche Aufführung, Sendung, Verbreitung oder Verfügbarmachung über das Internet und andere elektronische Netzwerke, Bearbeitung, Speicherung und Übertragung sind verboten. Für den Umfang gibt es keine Vorformulierung. Viele Leute denken, es gäbe da eine Bestimmung, wie alles bis 2 Sekunden oder 4 Takten dürfe man verwenden. Tatsächlich kann aber schon ein winziger Klangpartikel rechtswidrig sein, wenn dafür keine Lizenz vorgelegt wird. Das begutachten dann Sachverständige im Einzelfall. Die Aktion Product Placements soll ausdrücken, dass seit der Allverfügbarkeit von Musik im Internet einerseits und dem zu Ende gegangenen Materialfortschritt in der Avantgarde-Musik andererseits, sich mit jeder Klangverbindung Fragen stellen, wie was davon ist eigen, was ist fremd. Wenn ich ein Klavierstück komponiere, bediene ich mich des Klaviers, das nicht ich erfunden habe. Ist das dann schon Ideenklau? Was erinnert einen Hörer an ein schon bestehendes Musikstück? Wie kann oder soll man künstlerisch mit den Medien umgehen? Denn auf einem Medium zu sein, heißt zugleich, selbst Medium zu sein. Das Werk ist Netzwerk. Auf den Punkt gebracht, was ist heute Identität? Es kann aber nicht sein, dass eine ästhetische Frage mit einer juristischen Frage identisch ist. Das ist jedoch der Fall beim derzeitigen Stand des Urheberrechts. Und auf diesen Missstand mache ich mit den Mitteln der Kunst aufmerksam. Erstens, Kreativität muss medial ermöglicht werden, sprich grundsätzlich legal sein. Kopieren ist eine Kulturtechnik und technologischer Fortschritt im Kopieren setzt sich immer durch.
Die lächerlichen Versuche der Tonträgerkonzerne, eine digitale Simulation des Copyrights des 20. Jahrhunderts zu errichten, gleichen einer neuen Prohibition. Ich sage, Gott sei Dank hört Musik auf, Markt zu sein. Dadurch wird mehr Kunst entstehen. Zweitens, Kreativität muss anders honoriert werden. Noch mehr mit Aufträgen, die die Tantiemen womöglich ganz ersetzen. Es kann nicht sein, dass für kleinste Klänge Lizenzen gekauft werden müssen, die monatelange Arbeit eines jungen Komponisten bei der GEMA aber praktisch wertlos ist. Dafür hat dieser junge Komponist selbst wiederum der GEMA noch Gebühren zu entrichten, wenn er seine eigenen Werke im Netz zum Download anbietet. Ich bin nicht grundsätzlich gegen die GEMA, aber ich bin für andere Einnahmemodelle, wie konsequente Abgaben auf Lehrmedien oder eine Kulturflatrate, wenn der Kulturbegriff dabei auch ernst genommen wird und nicht die industrielle Klangproduktion den Großteil abschöpft. In einem offenen Brief vom 24. April 2008, der in den großen deutschen Tageszeitungen abgedruckt wurde, haben die Zöglinge der Musikindustrie unsere Kanzlerin aufgefordert, den Schutz des geistigen Eigentums in Anbetracht der Internetpiraterie zur Chefsache zu machen. Sie bekräftigten sich mit dem Ausspruch, geistiges Eigentum sei das Öl des 21. Jahrhunderts. Ich möchte hierzu zur Diskussion stellen, was wäre denn, wenn alle Öl frei verfügbar hätten?